Komödie, Tragödie, hybrider Film. Heute gibt es eine wirklich bunte Mischung hier im Cinemax auf den Leinwänden zu sehen und damit herzlich willkommen am roten Teppich. Den Anfang macht der thailändische Film Karaoke Girl. Das ist ein Dokumentarfilm mit teils realistischen und teils fiktiven Elementen, eben ein sogenannter hybrider Film. Der Film erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die beginnt sich zu prostituieren, um ihre Familie finanziell unterstützen zu können. Weiter geht's mit dem Film Einmal Hans mit scharfer Soße. Dabei geht's um die türkische Einwandererfamilie und deren alltäglichen Herausforderungen hier in Deutschland. Basierend auf einem Bestsellerroman, also beste Voraussetzung für den Film. Doch unser Fokus liegt heute auf Tore tanzt von Regisseurin Katrin Gebbe. Und einen ersten Eindruck von der Tragödie könnt ihr euch jetzt machen. Es gibt nur eine Art, wie du errettet werden kannst. Du musst die Angst überwinden. Was können mir die Menschen schon tun? Braucht ihr Hilfe? Ich habe meinem Kumpel angeboten, dass er ein bisschen bei uns bleiben kann. Aber wieso hast du mich nicht gefragt? Ich hab's. Der Film beruht ja auf einer wahren Begebenheit. Was hat Sie dazu veranlasst, für Ihren Debütfilm so ein dunkles, gewaltsames Thema auszusuchen? Naja, erstmal, weil es mich natürlich bewegt hat. Die Geschichte hat mich angesprochen in den Medien und ich hatte das Gefühl, dass das, was da passiert ist und wie das beschrieben wurde, vielleicht mehr erzählen könnte als nur diese eine Geschichte und dass man vielleicht etwas über den Menschen an sich herausfinden könnte und ein bisschen dran rumforschen könnte. Und ich fand das sehr poetisch und das Düstere hat mich eher interessiert und nicht abgeschreckt, weil ich glaube, das gehört eben auch zum Menschen dazu und es lohnt sich, da mal ein paar Gedanken dran zu verschwenden. Gibt es eine tolle Geschichte von den Dreharbeiten? Ist da irgendwas Gutes passiert? Es gab eigentlich jeden Tag irgendeine Geschichte. Es sind zwischen 1,5 Jahre fast schon her, aber ich erinnere mich vor allem an so Situationen, wir haben ja im Sommer gedreht und es sieht eigentlich auch vieles sehr warm aus. Es gibt eine Swimmingpool-Szene, wo wir nackt sind. Der Pool hatte so ungefähr 8 Grad Celsius. Und da standen wir halt 2,5 Stunden drin, haben gedreht und getanzt und die große Liebe gespielt, was weiß ich. Und das ist halt so, das vergisst man nicht so schnell. Also man steht da und zittert und weiß nicht, wohin mit sich. Und irgendwie die Kamera läuft und weiter geht's. Und das sind irgendwie krasse Erfahrungen, ja. In Cannes wurde der Film zum Teil sehr gefeiert, aber auch zum Teil ausgebuht. Wie erklären Sie sich das? Ich habe mir das erst gar nicht erklärt. Später hat man es mir dann erklärt. In Cannes ist das so. In Cannes wird immer erstmal grundsätzlich gebuht. Das ist immer so. Und dann wird applaudiert. Danke, dass wir heute hier zusammen sind und für das leckere Essen, das du uns auf den Tisch gestellt hast. Religion ist was für schwache Leute, für die, die eh schon unten sind. Weißt du, damit die daran glauben können, dass es irgendwo noch einen Sinn gibt. Manchmal muss man sich wehren. Wenn ich nicht glauben könnte, dann hätte ich gar nichts. Wieso soll man denn leben, wenn man nicht an das Gute glauben kann? Wie fanden Sie denn Tore tanzt heute Abend? Also ich fand den Film sehr vielschichtig. Also der ist sehr berührend. Sehr beeindruckend, erschütternd. Atemberaubend, brutal, menschlich. Also es hat mich doch schon sehr mitgenommen. Auch, dass am Ende dann gezeigt wurde, dass es nach einer wahren Begebenheit passiert ist. Gibt es was Bestimmtes, was Sie heute aus der Geschichte mit nach Hause nehmen? Werden Sie dann noch länger drüber nachdenken? Dieser Film ist sehenswert, auf jeden Fall, aber ich möchte da nicht weiter drüber nachdenken. Nachdenken werde ich da bestimmt noch 2 Wochen. Hinter mir wird jetzt noch fleißig über Tore Tanz diskutiert. Der Film kommt Ende November in die deutschen Kinos. Schaut ihn euch an und bildet euch eure eigene Meinung. Bis dahin, ciao.